Greetings, Leute, was geht ab? Das ist Kelvin. Ich bin's Marvin. Und heute gibt's die Subway Wettess-Challenge. Yes, wir hatten ja sehr lange kein Wettessen mehr und ihr habt geschrieben, mach mal wieder Wettessen, mach mal wieder Wettessen. Ja, und Mann. Leute, wir kommen gerade frisch vom Training, wir haben übertrieben Hunger, wir haben noch nichts gegessen. Magen komplett leer. Ja, wir waren gerade bei Subway und haben uns jeder 30 cm Subs besorgt. Gleich belegt natürlich. Genau, komplett gleich belegt. Hier. 30 cm in den Mund. No homo, Leute. Aber Leute, die Strafe. Was ist die Strafe? Und zwar derjenige, der das zuletzt auf ist und verliert, bekommt eine Glatze. Okay? Also einen komplett rasierten Kopf und dazu noch ein Getränk, eine Cola Zero. Wir müssen den kompletten Sub aufessen und diese Cola komplett austrinken. Dann ist er jetzt vorbei. Dann ist vorbei. Der wer, das, ja, wer das zuerst schafft, der gewinnt. Der Verlierer muss sich eine Glatze schneiden. Komplette genau. Glatze. So sieht's aus. Oh, das sieht lecker aus. Boah, der ist heftig. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir legen ihn einfach auf den Tisch. Egal, den leckern. Damit man auch echt sieht, dass alles aufgegessen wurde. Ja. Oh mein Gott. Warm, Alter. Boah, ich hab so Hunger, ne? Boah, Leute, ich hab auch. Leute, zieht euch das rein. Die besten Bedingungen, um das Ding wegzuhalten. Hauen, trainiert, lernen Magen. Ja, wir haben so Hunger. Boah, Leute, der ist echt wunderbar belegt. Ja, und zeigen euch nochmal hier. Leute, sogar noch fitnessgerecht nebenbei. Ja, eigentlich keine auch gesund, ne? Dran. Ja, Mann. Okay, ein bisschen Soße und so haben wir reingenommen, damit es rutscht. Wir können den halbieren auf jeden Fall. Genau, zwei prächtige Stücke sind hier. Boah, das ist echt ingedicht, ich muss schon mal zeigen. Ja, kurz. Ja, Leute. Wer hat jetzt Hunger? Zu lecker. Die Cola muss auf jeden Fall ausgetrunken werden zum Schluss. Zum Schluss oder ist egal? Ist oder sollen wir. Oder gleich, ist es schwieriger? Oder ist egal. Ist egal, jeder darf, wie er will. Wie er will. Okay, jeder muss alles weghauen. Ist jedem selbst überlassen, genau. Leute. Oder ich bin der Meinung, also schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, wer gewinnt? Ja, nicht schummeln, nicht vorspulen, Leute. Nicht vorspulen. Jetzt die Kommis. Nicht schummeln. Jetzt Marvin die Kommis. Oder ich, Kelvin. Ja. Wer gewinnt? Also ich sag euch, ich hab einen Bärenhunger, wir haben trainiert auf leeren Magen. Ja. Guckt vom Anfang bis zum Ende, Leute. Nicht vorspulen. Nicht vorspulen, Mann. Oh mein Gott. Ey, meine Taktik, einfach rein damit. Bist du ready, Junge? Ja, sowas von ready. Ich mache jetzt hier. Darfst du meine Hand nehmen schon mal? Ja. Oh mein Gott, Freunde. Bist du bereit? Ja. Und auch nicht zu viel liegen lassen, ne? Ja, und wenn, dann muss man hier nochmal wie einen Staubsauger. Salat ist egal, aber so Tomaten und so müssen aufgehen. Dann muss man nochmal Staubsauger jemanden drüber. Oh, ein Stück genommen. Also disqualifiziert. Klasse. Kelvin ist raus. Spaß. Okay. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Zu lecker. Okay. Oh, da sehe ich schon die Glatze bei dir. Mm-mm. Das Brot ist sehr trocken. Mhm. Aber Soße drauf, das rutscht eigentlich gut. Mhm. Wieder. Boah. Alter, ich muss gewinnen. Meine Glatzen Zeiten sind vorbei, die waren früher. Ich will keine Glatzen mehr. Wer wird der Eierkopf, Leute? Sieht nicht gut aus für dich. Warte ab.
Das kannst du runterschlucken, Leute. Und trinken. Unterwegs ein bisschen. Ich muss gleich aufheben. Ey! Ey! Ich geh mit dir. Leute, die ist kalt, die Cola. Trinken wir noch nie deine Stärke, kann das sein? Boah, ist kalt. Boah. Das ist Kohlensäure. Boah, ist zu kalt! Ja, Leute. Gleich. Sieht schlecht aus, Marvel. Oh, ist so geil. Nein, 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 nein! Ja. Ja. Boah. Leute. Nein! Ich hoffe, ihr habt schön für mich gestimmt. Und alle, die für mich gestimmt haben, Glückwunsch und danke. Lass andere Strafen machen, Leute. Marvin kriegt eine Glatze. Ey, lass doch andere Strafen machen. Marvin kriegt eine Glatze, endgültig. Ich werde es aufnehmen. Freut euch drauf. Und ja, für euch sieht. Also Leute, freut euch drauf. Beim nächsten Friseurtermin wird Marvin eine Glatze bekommen. Und ja, ich werde es aufnehmen. Und ihr seht das dann nachher. Ja? Wir sehen es dann nächste Woche zum Friseurtermin. Und ich würde sagen, auf zu Marvins Bestrafung. Glatze! Ja. Leute, Strafentime. Oh mein Gott, ne? Ich hatte so lange, nicht mehr kurz. So ist jetzt vorher. Wir zeigen jetzt vorher. Die Haare sind gerade eher am Arsch. Es ist eh nicht mehr viel zu retten. Freunde, Marvin ist im Eierkopf. Oh mein Gott, ich muss ja selber abschneiden. Weil es so schön ist, kannst du selbst machen. Einmal richtig durch die Mitte jetzt. Wow. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt gibt's kein Zurück oh mehr! Alter. Jetzt gibt's kein Zurück mehr! Junge, was ist das? Lauer, durch, Digga! Wie ein Rasenmäher hier! Radikal! Oh, was für ein Locken, Alter. Alter! Oh mein Gott! Man sieht erstmal Glatze auf Nacken! Alter! Ist da richtig verstrubbelt deine Haare? Aber ich hoffe, ich hab überhaupt noch Haare da drunter, Alter. Oh mein Gott. Okay, ja, reiß. Ja, smart. Oh mein Gott, das ist so ungewohnt, ne? Boah, ich hatte so lange keine kurzen Haare mehr. Aber ich finde, fresh hinbekommen. Ich lasse sie auch jetzt erstmal kurz. Und ja, nochmal hier von der Seite. Und so. Leute, schreibt in die Kommentare, was mir besser steht. Lang oder kurz. Und ja, das ist meine Strafe. Aber du hast durchgezogen und würdest du sagen, ist ganz cool geworden. Aber ja, ist nice geworden. Auch wenn es ungewohnt ist. Ja, ich fühle mich wohl. Du auf jeden Fall furchtbar. Easy. Der Rest wird sich hier legen, wenn man duschen geht. Genau, das ist noch alles ein bisschen irritiert. Hast du jahrelang deine Haare platt gedrückt? Nee. Ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Freunde, damals war ich der Eierkopf. Heute ist es Marvin. Yeah.